So Leute, es wird mal wieder Zeit, meiner Trash-Film-Liebe zu frönen zwischendurch. Wer den Titel dieses Videos gesehen hat, wird schon wissen, hier kann man nicht viel Ernsthaftes erwarten. Und nachdem ich zuletzt den Velocipastor besprochen habe und Titanic 2 und ihr mir fleißig in den Kommentaren Tipps gebt, was ich immer noch so besprechen soll, was ich nicht im Laufe der Jahre an Trash-Filmen besprochen habe, da stoch mir sofort der Titel Killer-Sofa in die Augen und ich dachte, oh, ein Sofa, das tötet? Das klingt nach nicht viel. Will ich sehen? Klar. Hat's im Deutschen noch den Zusatz, nimm gern Platz? Oh ja. 81 Minuten ist er lang. Ab 16 Jahren freigegeben, kann man seit dem 20. März 2020 auf DVD kaufen, beziehungsweise irgendwo bei VOD habe ich mir dann bei Apple, glaube ich, geholt. Und ja, worum geht es bei dem Killer-Sofa? Wir sehen schon auf dem Plakat, das ist erstmal eine große Lüge, weil ich finde, das ist ein Sessel. Und im Film heißt es auch Recliner. Das sind ja dann quasi so die Zurücklehnen. Ja, Sessel würde ich fast sagen. Ein bisschen auch wie Massagefunktion mit so kleinen Knopfaugen und dann so einer Leder Stoffrille, wo die so aufeinandertreffen. Da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, der so aussehen könnte wie ein Mund. Und wenn der dann anfängt loszuschnappern, könnte es gefährlich werden. Denn es ist die Geschichte von Francesca. Und Francesca hat echt Probleme mit Typen, die, wenn sie sich einmal in sie verlieben, einfach nicht loslassen wollen. Regelrechte Kletten, regelrechte Stalker sind. Und als einer von denen auch noch ums Leben kommt, da ist sie ganz froh, dass sie Maxi als Freundin hat, bei der sie sich ein bisschen wohler fühlen kann. Aber Maxis Großvater hat so ein bisschen den Spirit oder beziehungsweise auch religiösen Hintergrund, kommt in den Kontakt mit besagtem Sessel und schnell wird irgendwie klar, es gibt eine mythische Geschichte dahinter. Und da muss man ganz klar sagen, Killer-Sofa bemüht sich, fast noch so eine besessenen, gefühlte halbe Exorzismusgeschichte hinten dran zu setzen, wo ich so dachte, naja, ich wollte ein Sofa, was tötet, aber sie haben sich bei 81 Minuten gedacht, machen wir noch so ein bisschen eine Geschichte, was ist dieses Sofa, was für eine Seele könnte da drin stecken, warum existiert es und wie kann man dem beikommen? Blöd nur, dass dieses, ich will gar nicht mal Sofa sagen, dieser Sessel sich auch noch in Francesca verliebt und es nicht cool findet, wenn andere in der Nähe sind, wenn das Sofa oder der Sessel und Francesca alleine sein wollen. Und dann macht dieser Film echt so ein bisschen letztendlich daraus, dass der Sessel der beste Darsteller ist. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich noch so, oh Gott, sieht ja nur kacke aus, aber das wird immer besser. Ich finde auch, die Kamera wird immer besser, je länger der Film geht. Und irgendwann geht dieser Sessel voll ab und man muss sagen, der könnte eine große Zukunft haben als schauspielendes Möbelstück. Ja? Überleg mal, der würde in Game of Thrones den Thron spielen. Das wäre doch ein riesen Upgrade. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, natürlich ist es erstmal Schwachsinn und Müll. Und man darf sich bei Killer-Sofa überhaupt nicht versuchen, ernsthaft dieser Sache zu nähern. Und dann gibt es in diesem Trash-Film-Brei eben die Filme, die sich zu ernst nehmen oder die einfach nur zu müllig sind. Ohne zu verstehen, dass man mit so ein paar Ideen spielen muss, die man sonst aus dem Genre kennt. Also Velocipastor zuletzt zum Beispiel war großartig, weil er super viel aufs Korn genommen hat, mit extrem wenig Budget und gewollt so müllig aussah. Titanic 2 wiederum ist richtiger Schund. Da hat man versucht, sich zu sehr an dem Original anzulehnen und das hat einfach nicht funktioniert. Und Killer-Sofa liegt ehrlicherweise so ein bisschen dazwischen, mit Zug nach oben, wie ich finde. Mit Pimio Mai, die Francesca spielt, haben wir eine, die spielt gar nicht mal schlecht genug unbedingt, als dass man nur sagen würde, oh, das ist ja nur Trash, vor allem, wenn sie so ihren kurzen, intimen Moment mit dem Sessel hat, aber auch dann, wenn es ihr so ein bisschen um diese Bindung und um diese Angst geht mit diesen Typen, dass sie da immer wieder auch einfach nicht glücklich wird im Leben, muss ich sagen, ey, die macht es einem ganz schön schwer, an manchen Momenten sofort zu sagen, ah, das ist ja jetzt ja nur Schund. Und auch Natalie Morris als Maxi, als Freundin an der Seite, wo ich dann so dachte, Mann, die wirkt ja auch so geerdet. Also irgendwie hätten die beiden mehr verdient, als jetzt unbedingt den Killer-Sofa dabei zu sein. Jed Brophy wiederum als Bob Gravy, der ist quasi ein Behördlicher, der ist Ermittler, der versucht dahinter zu kommen, was steckt hinter diesem Mord und könnte es wirklich was mit diesem Sofa zu tun haben. Es ist sowieso hilarious, wenn du auf Überwachungskameras auf einmal siehst, wie dieses Sofa sich dreht und man denkt so, uiuiuiui. Und der wiederum, der nimmt zum Beispiel ein bisschen zu ernst. Der hat so ein kantiges, markiges, markantes Gesicht, wo ich so dachte, okay, der hat eigentlich einen gewissen Wiedererkennungswert und ich war auch ein bisschen überrascht, wie sehr diese Rolle letztendlich hier eine Rolle spielt innerhalb des Films. Aber das ist mir dann doch irgendwie zu hölzern. Der trifft dann quasi nicht den Ton zwischen, ich nehme es ernst genug, um den Film so zu transportieren und dann ist er doch irgendwie zu schlecht an dieser Stelle. Und Jordan Rivers, der TJ spielt, ein Mitbewohner, der, ja, das Problem hat, er ist Mitbewohner von Francesca. Und wir wissen über diesen Sessel, der hat sich verliebt.
Und wird schwierig, wenn da noch andere in der Nähe sind. Könnt ihr aber selbst erleben. Und da war ich auch am Ende tatsächlich überrascht, wohin sich das dann, das ist so bescheuert. Das Ding ist, wenn ich diese Reviews mache und ich denke daran zurück und dann denke ich so an eine Szene, wo es so einen Reveal gibt. Ich so dachte so, what? Und man muss ganz ehrlich sagen, Killer Sofa ist nur ein Film, den würde ich wahrscheinlich reinschmeißen oder anmachen, wenn man quasi sagt, wir brauchen was Unterhaltsames, Schwachsinniges. Es ist diese Art Filmgenre, wo normalerweise ich sagen würde, Filmliebe, Filme muss man genauso gucken, wie sie sind und voll dabei sein. Wo man einfach auch, wo man gefühlt ein bisschen eingeladen wird, ne? Darüber zu quatschen, darüber zu lachen. Die Absurdität, die Hälfte, die Leute gucken, schütteln einfach nur den Kopf und fragen, wann ist es vorbei? Und die andere Hälfte sagt, können wir noch mehr davon sehen? Und ich bin in der zweiten Gruppe und bin nach wie vor auf eure Tipps in den Kommentaren gespannt. Weil ich finde auch der Film mit der Kamera, die am Anfang immer noch so die Blende aufdreht, sodass gefühlt viel zu viel scharf ist und dann nach und nach tatsächlich ein bisschen besser wird. Nicht cineastisch, aber ich schon so dachte, okay. Und auch mit diesen Apartments, in denen das so spielt und die Musik, zwar wie aus der Retorte nach Schema F wirkt, aber nicht so, so überdosiert, dass ich mir so dachte, okay, ist schon so ein ernst gemeintes Gespür für so ein bisschen Spannung. Habe ich bei Killer Sofa jetzt nicht die Qualität von einem Rubber bekommen oder von einem Lavalantula oder von einem Grabbers oder Hentai Carmen, die ja irgendwie so richtige Perlen sind, oder dem Greasy Strangler, aber eine Erweiterung meines Trash-Film-Wortschatzes oder beziehungsweise Wissensschatzes, und habe auch beim Stöbern direkt wieder auf einen Film gestoßen, der heißt Lamageddon. Und ich würde vielleicht das Ende der Welt sehen wollen mit Lamas. Mal gucken, ob ich mir das als nächstes als Trash-Film gebe. So ab und an wäscht das mein Hirn frei und macht mir wieder Platz für neue Kinofilme. Und da muss ich sagen, der Sessel ist wirklich gut in Szene gesetzt. Ist kein Sofa. Lasst euch nicht verarschen von dem Titel. Ich finde auch schauspielerisch, der Sessel, wenn er dann mal mehr darf als nur Sessel sein, ist, ich war tatsächlich überrascht. Die Effekte sehen dann besser aus, als ich dachte. Und dass man letztendlich so eine Backstory baut mit dem Bösen und dem mit so einer geistlichen Ebene, ey, war mehr, als ich erwartet habe. Natürlich ist es Schwachsinn und man sollte nichts davon ernst nehmen und die Kamera sieht vor meiner ersten Hälfte richtig billig aus. Aber als Trash-Film, was eigentlich eher eine Horrorkomödie dann hier ist, bin ich dabei, wenn wir es unter Trash titulieren, zu sagen, 7 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 3 von 10 möglichen Punkten. Ich habe ernst gemeinte, richtige Kinofilme gesehen, die ich deutlich nochmal schlechter fand als Killer-Sofa. Und das ist es. Also, wenn ihr auch ein kleines Trash-Herz habt und sagt, den muss ich sehen, dann geht dem nach. Ist okay. Schwimmt nicht ganz oben mit in der Trash-Welt, aber auch vor allem nicht unten. Und das ist doch was. Da bin ich am Ende meiner Review zu Killer Sofa. Nimm gern Platz. Und ich bedanke mich immer fürs Reinschalten an dieser Stelle und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.